Hallo und herzlich willkommen zurück zu Knights of Azur, dem schönen Spiel um Freundschaft. Und ich wollte eigentlich Nebenquests machen, aber es ging nicht. Beziehungsweise es kamen Zwischensequenzen und auch eine sehr lustige Zwischensequenz. Und ich hoffe mal, dass ich sie nochmal triggern kann, denn sie war eigentlich sehr, sehr lustig. Und ich versuche es alles zu rekonstruieren, wie ich das gemacht habe. Es ging bei der allerersten Quest so. Man kann übrigens hier, wenn wir jetzt mit L1 und R drücken, können wir eine Tagesaktion, also eine Quest machen. Das war nämlich das gemeint. Und das werden wir natürlich jetzt mal machen. Beziehungsweise am Tage. Und das machen wir an. Und zwar kann man nämlich noch alles noch entscheiden, was wir denn in der am Tage tun werden. Und dort ist derzeit eingestellt, also die Tagesquest ist sozusagen immer das Main Target, also das Hauptziel. Und wenn es nicht da ist, dann wird Plan 2 ausgelöst. Und da steht zurzeit, also relaxen einfach bloß. Und ihr seht dann da die Punkte, die wir kriegen würden, wenn wir das machen würden. Es gibt noch mehrere verschiedene Möglichkeiten. Wir nehmen mal das hier als nächstes. Lesen. Ach, lesen. Na gut, es gibt bestimmt einige Bücherwürmer unter euch. Ich lese ja generell eigentlich gar nichts. Also, außer halt jetzt, naja, Texte von Videospielen. Aber ansonsten lese ich nichts. Das letzte, was ich gelesen habe, entweder war das die Blechtrommel, ein Horrorbuch, sage ich euch. Also wenn ihr könnt, liest es nicht. Es hat zwar einen eigenen Charme, aber lest es nicht. Nein, ihr könnt natürlich die Blechtrommel lesen, wenn ihr wirklich so Fans seid. Aber das ist wirklich harter Tobak. Also, aber die Blechtrommel habe ich auch nur gelesen wegen dem Deutschunterricht. Also wir hatten das im Deutschunterricht durchgenommen. Also Deutsch-Leistungskurs war Horror. Also das ist nichts, was ich machen hätte können. Ich hätte Mathe nehmen müssen sollen. Das wäre am besten gewesen. Aber naja. Dieser verdammte Gruppenzwang. Bei Mathe muss man nur verstehen. Bei Deutsch muss man interpretieren. Und interpretieren ist ein weites Feld, sage ich mal. Also, ich habe schon wieder Frame-Brüche. Das sieht in der Aufnahme jetzt nicht. Aber, Alter, wie viele Items? Achso, nee, das sind ja nicht Items, das sind ja Buffs. So, mal gucken, ob das jetzt hier kommt. Ja! お前はよくやっているにゃ。ただ、お前の顔と図体が我らより少し大きいというだけ。 Und die fand ich sehr witzig. Die musste ich euch unbedingt zeigen, deswegen. Deswegen konnte ich auch jetzt nicht weitermachen, deswegen. Also ich fand das sehr, sehr lustig. Die wollte ich euch unbedingt zeigen. Hoppala. Ich wollte eigentlich bloß die Kiste aufmachen.
Und ich fand das total lustig. Ja, und zum Leistungskurs geht kein Deutsch. Außer seid wirklich entweder Bücherwürmer, also ja, Bücherwürmer. Ihr seid einfach Leseratten, also ihr lest sehr gerne. Alles Mögliche, denn dann nimmt Deutsch auf jeden Fall. Lohnt sich für euch. Aber ansonsten nehmt einfach Mathe. Mathe ist wirklich bloß verstehen. Ihr müsst da nichts auswendig lernen. Na gut, doch ein paar Formeln, die, weil, obwohl Tafelwerk kann man ja mittlerweile benutzen. Beziehungsweise, es gibt ja. Meine Mutter ist ja Lehrerin. Also, beziehungsweise war Lehrerin, jetzt ist sie Rentnerin. Und da gab es manchmal Klausuren ohne Tafelwerk. Und das fand ich ein bisschen irritierend, weil bei uns gab es immer ein Tafelwerk, also man konnte es benutzen. Man durfte nichts reinschreiben. Das haben die Lehrer kontrolliert. Also in der Abi-Prüfung sozusagen haben die ein paar Leute aussortiert, also ein paar Tafelwerke aussortiert und dann sozusagen eigene Schultafelwerke mitgebracht. Also beziehungsweise nicht mitgebracht, aber zur Verfügung gestellt. Weil halt in diesem Tafelwerk was geschrieben wurde, mit Bleistift und Kugelschreiber sogar. Deswegen durften wir das nicht benutzen, die Schüler. Aber nehmt einfach Mathe. Also falls ihr nicht wisst, was ihr machen sollt. Mathe und das andere, je nachdem, was ihr zur Verfügung habt, sag ich mal. Okay, das ist noch zu. So. Ich gehe aber jetzt. Nee. Ich laufe hier noch ein bisschen rum. Ich glaube nämlich nicht, dass hier meine Monster sind, aber ich wollte euch unbedingt diese Szene zeigen, weil ich fand die so lustig. Das könnt ihr übrigens auch mit Studieren machen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, Mathe. Nicht BWL. BWL ist langweilig. BWL macht jeder. Und gut, Mathe ist aber auch beschissen schwer, also. Also ich habe jetzt nicht Mathe studiert, aber ich habe es nur gehört von anderen Leuten. Und ja. Und man braucht keinen Numerus Clausus. Ha. Bei Mathe. Das Wertvolle eigentlich daran. Du brauchst einfach bloß Wartesemester. Obwohl, es könnte auch sein, dass man bei anderen auch. Hier ist schon wieder eine Kiste. Selbe Stelle. Ja gut, derselbe Loot. Geil. Einfach bloß zu recken. Ah, ich zeig euch mal wieder die andere Waffe. Schwert. Achso, ich könnte ja mal wieder ein bisschen bursten hier. Ach, das ist so selten. Es ist so komisch. Oh. Ah ne, das waren nochmal Monster. Es ist irgendwie total komisch hier mit diesen. Dass hier ständig Sequenzen kommen. Das ist zum einen sehr positiv. Aber zum anderen. Ja. Gut. Ich sag mal so. Wir sind jetzt bei. Lass mich lügen. Folge 12. 12, 13. Und wir sind immer noch nicht über den ersten Kapitel durch. Also es gibt ja 5 Stück. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir. Hier alle Level 1, ne? Naja, egal. Unser Bock muss ja noch trainieren. So. Ach, zu selten, ne? Die Fähigkeiten hier. Komm schon. Geht doch. Dieses Geräusch immer vom Bock. Super geil. Rede nicht so viel rum, ne? Oh, bin ich müde auch. Aber es liegt an meinem Job. Boah. Letztens. Ich bin durch Zufall, bin ich jetzt hier an dieser Stelle. Naja, ist ja egal. Ah. Na gut, man kann ja. Ich weiß nicht, 6 Minuten, also 9 Minuten jetzt noch. Oh, hier sind die Viecher. Die ich brauche, glaube ich. Mach mal ein bisschen Burst hier, mach mal ein bisschen weg hier. Danke.
bin mal echt gespannt, was wie die Bosse so ablaufen. Und was noch für Monster kommen. Ich hoffe mal wirklich, dass sie sich sozusagen verwandeln können. Wow. Ich muss aufstoßen. Ja, ich würde ja noch einen neuen Job mal suchen, aber irgendwie. Kennt ihr das? Man ist einfach zu faul. Beziehungsweise man hat den ganzen Tag nicht. Also, man hat, also ich, bei mir ist das Problem, ich penne den ganzen Tag meistens nur. Und das ist für mich ein großes Problem eigentlich. Weil ich dann danach überhaupt keinen Bock habe und irgendwas zu tun nach der Arbeit. Also ich gehe dann. Alter, wolltest du mich hauen? Wollte ich nicht. Achso, mit Kreis. Benutze ich auch zu selten. Ist auch jetzt nicht, bis jetzt noch nicht so. Was war das? Was ist das denn hier oben? Okay. Na gut. Ach ja, hier ist ja noch der Händler. Gehen wir mal ganz kurz zum Händler. Hast du neue Sachen? Welcome. Nee, das sieht nicht so aus. Mit Schuhe. Ah, cool. Damit kann man bestimmt die Ketten ganz gut erhöhen. Aber zu teuer, weil wir kein Blut haben. So. Das ist noch eine Kiste. Ja, aber kaputt. Ja, zum Punkt. Das ist halt. Also ich habe dann immer keinen Bock, irgendwas zu machen. Und naja. Ich habe übrigens bald Urlaub. Und okay. Der mir reingezwungen wurde, weil ich habe dem Chef halt gesagt, mir ist es scheißegal, wenn du mir Urlaub gibst. Also ich bin da sehr flexibel. Und danach hat er sich so, beziehungsweise ich habe das im April immer erfahren, also letzten Monat, dass, ja, dass ich frei habe. Beziehungsweise ein Kollege von mir hat gesagt, weil er mich frei haben wollte. Er weiß noch nicht, ob er frei hat. Also der Chef hat zu ihm gesagt, ja, müssen wir mal gucken. Ich hab Urlaub angeblich in dem Monat und man muss mal gucken und wie das geht und funktioniert. Schlussendlich habe ich Urlaub und er hat keinen frei bekommen. Obwohl ich eigentlich diesen Urlaub nie beantragt habe. Und dann war halt noch die Aktion, ja, also der Chef hat gesagt, du hast Urlaub nächsten Monat. Okay, davon weiß ich gar nichts. Und dann sind wir halt am Abend auf der Arbeit und ja, was passiert? Er steht dran, also der neue Plan ist dran für Mai. Der ist immer so spontan dran, also 3 Tage vor dem nächsten Monat, was ziemlich nervig ist, öfters. Und das eigentlich gar nicht rechtens ist, so was ich verstanden habe von anderen Freunden, die jetzt nicht in dieser Branche arbeiten, aber halt arbeiten. Und eigentlich müsste der Plan schon ein bisschen früher erscheinen. Also eigentlich müsste man schon den Plan für nächsten Monat schon längst haben, also für Juni jetzt sozusagen. Aber naja, es ist halt in meiner Branche so, das ist halt sehr spontan. Bin ja auch in der Funktion der Vertretung sozusagen, also ich vertrete die Leute derzeit zum Beispiel jetzt auch eine Vertretung. Achso, hier ist ja die Tür. Und ich krieg dafür extra Geld, deswegen, aber erst seit Mai. Das ist irgendwie eine neue Regelung. Also es sind 50 Euro mehr brutto. Natürlich, also das ist gar nichts. Also mein Job, den kann selbst Affe machen. Aber es ist halt ein Job und der muss halt auch gemacht werden. Irgendwann wahrscheinlich von Maschinen, die dann einfach die Zeitungen sozusagen einfach aus dem Auto so rausschießen. Das ist ja so wie in Amerika, so diesen Style. Oh, kommt schon.
Ich habe einen X gedrückt. Ah, jetzt. Ich wollte mitmachen. Na egal. Guck mal hier, diese total langsamen Feuerbälle. Ich hoffe mal nicht, dass jetzt hier... Ha, ausgewichen. Naja, gut. War jetzt ein bisschen offensichtlich, dass ich ausweiche. Und ja, dann hat mich... Was ich noch erzählen wollte. Dann hat mich halt am Abend... Ah, da läuft was. Hat mich dann die Kollegin noch... eine Kollegin noch so angestupst, sag ich mal. Und mich gefragt, eiskalt gefragt. Na, weißt du schon, was du mit deinem Urlaub machen sollst? Und ich so hier, ich weiß erst seit 10 Minuten, dass ich Urlaub habe. Da kann ich noch nichts planen. Naja, das ist wie gesagt in meiner Branche sehr, sehr üblich so. Und auch ziemlich nervig. Oh, es gibt Action. Ita? Oh, nigasanai kara na. Ich wollte gerade sagen, wie putzig, aber das ist ja ein großer. Oh, wir haben wirklich keine Zeit, Leute. Wir müssen ein bisschen Damage. Na los, jetzt macht doch mal ein bisschen Action hier. Okay. Das war kein Boss. Kotzt du jetzt den Ring eigentlich mal aus? So, ja, das dachte ich mir auch gerade, dass der schleimig sein könnte. Aber du hast die Handschuhe an. Aber Lily hat keine Handschuhe an, glaube ich. Doch, hat sie. Ist sie gerade in ihre Brüste reingefallen? Ich glaube, da ist die Hoffnung verloren, Simon. Ich glaube, du solltest sie entlassen. お待たせ。はい、どうぞ。私のお守り戻ってきたのね。喜んでもらえて嬉しいよ。 そんなに大切な指輪だったんだね。あのさ、聖女なんかやめて普通の司祭に戻らない。また一緒にいろいろな場所に行って邪妖を狩ろう。何も聖女だけが夜と戦う方法じゃ。やっぱり。 やっぱりこれアーナスが持ってて。だって大事なものでしょ。ええ、また落としちゃうといけないからアーナスが預かっておいて。今日はいろいろありがとう。紅茶かけちゃってごめんね。お洋服明日の朝には乾くから。 おやすみなさい。
ちょっと。もう勝手なんだから。 なんか体が重い。